Ja, in diesem Video erkläre ich einfach mal kurz, wie man mit GoConquer ein Quiz erstellen kann mit unterschiedlichen Fragetypen. Und dafür gehen wir erstmal auf die Seite des Anbieters GoConquer.com. Ich habe das jetzt einfach mal über Google gesucht. Dann kommen wir hier hin und können uns anmelden, beziehungsweise wenn wir noch keinen Account haben, müssen wir uns hier registrieren. Das geht aber relativ einfach. Da folgt man einfach den Schritten, da wird man durchgeleitet und am Ende hat man dann die Möglichkeit, sich mit seinen Einlogdaten anzumelden und das machen wir jetzt hier einfach auch. Dann kommen wir auf diese Seite und hier haben wir jetzt unsere letzten Ressourcen, aber wir wollen ja ein neues Quiz erstellen. Das heißt, wir starten hier oben und klicken auf Erstellen und gehen dann eben auf Quiz. Jetzt sind wir schon in unserem Arbeitsbereich und können eben unterschiedliche Frageformen wählen. Und zwar hier Frage einfügen. Und für dieses Beispielquiz erstellen wir jetzt einfach mal vier unterschiedliche Fragetypen. Dafür nehmen wir hier oben die drei und noch einmal beschrifte das Bild mit Text. Und ich starte einfach mal mit den Kontrollkästchen, beziehungsweise der Checkbox. Und da ist die Aufgabenstellung einfach mal, markieren Sie alle Nadelgehölze. Und da nehmen wir dann noch Abies Alba dazu. Dann noch Arza Campestre. Vinca Minor. Nochmal ein Nadelgehölz, Taxus barcata. Und dann nehmen wir noch Sedum Telephium. Jetzt müssen wir hier noch auswählen, was sind denn wirklich Nadelgehölze von den Antwortmöglichkeiten. Und wählen die beiden aus. Wir könnten auch hier noch weitere Optionen hinzufügen, aber 5 sollen erstmal reichen. Und dann besteht hier unten noch die Möglichkeit, eben eine Erklärung hinzuzufügen. Die wird dann dem Teilnehmer angezeigt, wenn er seine falschen Antworten durchgeht. Das heißt, hier könnte man jetzt nochmal schreiben, nur Taxus barcata und tja, Arza campestre nicht, sondern Abies alba haben Nadeln und sind daher Nadelbäume, beziehungsweise Gehölze. Und dann haben wir schon unsere erste Frage erstellt. Dieses Bild taucht manchmal auf, da wir eben das Ganze noch kostenlos nutzen. Und das können wir relativ einfach wegklicken. Und hier links ist uns jetzt die erste Frage schon angezeigt. Und jetzt gehen wir wieder auf Frage einfügen und fügen die nächste Frageform ein. Das ist jetzt Multiple Choice. Und bei Multiple Choice ist der Unterschied zu dieser Checkbox-Frage, dass bei Multiple Choice immer nur eine Antwort richtig sein kann. Und auch da machen wir mal eine Beispielfrage und dann wählen Sie die richtige Antwort aus und dann gehen wir die Antwortmöglichkeiten falsch 1, falsch 2, richtig und falsch, ja, 3. Markieren auch hier, welche richtig ist. Und wir sehen auch hier, wir können wirklich nur eins auswählen, so wie die Teilnehmer des Quizzes dann auch. Eine Erklärung ist hier, glaube ich, über. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Und dann speichern wir auch hier und haben unsere zweite Frage bereits enthalten. Als dritten Frageform nehmen wir mal wahr oder falsch, richtig oder falsch. Und nehmen einfach mal die Aussage. Gebäudebegrünung ist eine wirksame Klimaanpassungsmaßnahme. Das ist wahr. Und als Erklärung fügen wir dann einfach noch ein, dass es richtig ist, da Gebäudebegrünung durch Transpiration und Verschattung den Wärmeinsel-Effekt abmildert. Und dann klicken wir auch hier auf Speichern und haben unsere dritte Frage erstellt.
Und zu guter Letzt nehmen wir beschrifte das Bild mit und dann nehmen wir hier Text und gehen hier drauf, um eben ein Bild auszusuchen. Und jetzt bieten sich uns zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können entweder von unserem Computer ein Bild auswählen, das wir dann hochladen. Davon würde ich aber, soweit es geht, abraten, weil wir nur 50 Megabyte kostenlos haben, beziehungsweise in der kostenlosen Version. Und wenn wir jetzt Bilder hochladen, so wie ich das hier zum Beispiel mal gemacht habe, dann verbraucht das weitaus mehr Speicherplatz, hier zum Beispiel 4,1 Megabyte. Im Vergleich dazu, wenn man Bilder nimmt, die im Internet bereits gespeichert sind, und das ist jetzt hier auch der Fall, das verbraucht dann nur 76,3 Kilobyte und so kann man weitaus mehr Quiz erstellen, die dann mit Bildern sind, wenn man die Bilder online nutzt. Und um das zu machen, das mache ich gerade mal beispielhaft, kann man auf Google ein Bild suchen. Ich nehme jetzt die Bilder hier von Pflanzenwissen, weil ich die sowieso verwenden kann und nehme jetzt auch hier einfach wieder die Iris. Da gibt es eine Suchfunktion und dann könnte man sagen, hier, das ist die Iris, die ich gern hätte. Und dann kann man auf die Bilder machen, ob das bei Google ist oder hier, mit einem Rechtsklick, Bild in neuem Tab öffnen. Und diesen Link kopiert man dann mit Steuerung C und fügt den Link dann hier ein mit Steuerung V. Und dann klickt man auf Importieren. Das mache ich jetzt mal nicht, weil ich noch nicht weiß, wie man Sachen löschen kann, um sich den Speicherplatz wieder freizumachen. Und dann taucht eben hier links das Bild auf, nachdem man auf Importieren geklickt hat. Und dann kann man sich von allen Bildern, die man je hochgeladen hat, kann man sich auch wieder ein selbes aussuchen. Wir nehmen jetzt mal die Iris und klicken dann auf Einfügen. Und jetzt haben wir unser Bild eingefügt und können jetzt noch diesen Punkt setzen. Den setzt man optimal natürlich da, wo er gut sichtbar ist. Und dann brauchen wir noch eine Frage und die lautet, nennen Sie den Gattungsnamen, und das ist Iris, und hier wählen wir dann noch aus, ob auf Groß- oder Kleinschreibung geachtet werden soll. Das soll auf jeden Fall. Und als Erklärung können wir jetzt noch schreiben, dass es halt klar erkennbar ist. Ist doch klar erkennbar. Das ist jetzt keine gute Erklärung, soll aber fürs Beispiel reichen, damit wir es nachher wiederfinden. Optimalerweise könnte man hier jetzt Erkennungsmerkmale, Bestimmungsmerkmale einfügen, um dann das Ganze zu erklären. Das speichern wir jetzt auch. Und jetzt haben wir bereits vier Fragen mit unterschiedlichem Fragetyp oder unterschiedlicher Frageform. Und jetzt haben wir hier noch eine Einstellungsmöglichkeit, wie wir auch bei den anderen Fragen haben. Und hier können wir noch eine Bewertung festlegen. Das habe ich bisher noch nicht genutzt. Aber hier könnte man einstellen, dass die eine Frage höher bewertet wird als eine andere. Also dass es unterschiedliche Gewichtungen gibt, unterschiedliche Punkte. Die zweite Einstellungsmöglichkeit, die noch recht wichtig ist, ist hier oben bei den Quiz-Einstellungen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Fragen zufällig anordnen. Dann könnte man noch auswählen, wie viele Fragen von denen, die man jetzt eingespeichert hat, pro Quiz angezeigt werden. Das heißt, dann wählt er zufällig aus dem Gesamtportfolio, sag ich mal, an Fragen. Und die werden dann nur angezeigt. Und man kann genauso die Quizzeit limitieren oder auch die Quizversuche limitieren. Das speichern wir mal. Wir haben jetzt mal gesagt, dass die Fragen zufällig angeordnet werden. Und dann sind wir mit der Erstellung schon durch. Hier oben links kann man sich dann noch eine Vorschau anschauen. Das machen wir jetzt auch kurz. Das geht dann während der Erstellung. Gebäudebegrünung ist eine wirksame Klimaanpassungsmaßnahme. Das ist wahr. Geben Sie den Gattungsnamen ein. Da geben wir jetzt Iris ein. Markieren Sie alle Nadelgehölze. Da nehmen wir Taxus baccata und Abies alba. Und wählen Sie die richtige Antwort aus. Das machen wir auch. Weil das jetzt die Vorschau ist, haben wir noch keine Ergebnisse. Und weil das so ist und wir jetzt fast fertig sind mit unserem Quiz, benennen wir das noch. Das machen wir hier oben.
Und ich nenne das jetzt einfach mal Erklärungsquiz, ja, 100. Und eine Beschreibung mache ich mal nicht oder Markierung, speichere das. Und dann können wir den Editor oder die Ressource schon schließen, hier oben rechts. Dann sagen wir noch einfach mal, dass wir das überspringen wollen. Und haben hier bei unseren kürzlich bearbeiteten Ressourcen auch ganz oben das Erklärungsquiz. Sollten wir das hier irgendwie nicht mehr finden, gucken wir unter Fächer oder Kurse. Und da werden dann auch immer noch Lernhilfen angezeigt. Zum Beispiel jetzt hier beim Gartenbau ein paar Quizze, die ich erstellt habe. Oder bei Allgemein, hier finden wir jetzt auch das Erklärungsquiz. Aber wir gehen mal auf die Seite, wo wir eben waren. Und das war ja... Na, hier, kürzliche Ressourcen. Und dann klicken wir auf unser Erklärungsquiz. Und jetzt haben wir das Quiz, so wie es den Leuten nachher angezeigt werden, denen wir es zur Verfügung stellen. Und jetzt machen wir das Quiz einfach auch einmal nochmal durch. Und dann haben wir bei den Nadelgehölzen Abies alba und ja, ganz sicher auch Arza campestre ist auf jeden Fall auch ein Nadelgehölz. Richtige Antwort, wählen wir hier die richtige aus. Gebäudebegrünung ist eine wirksame Klimaanpassungsmaßnahme. Das ist, meine ich jetzt mal, nicht so. Und hier können wir den Gattungsnamen eingeben. Dann nehmen wir jetzt mal Iris. Und das ist dann ja auch richtig. Und dann können wir uns das Ganze wieder auswerten lassen und sehen, oh, 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 50%. Zwei Fragen sind falsch. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir eben die Antworten alle prüfen oder uns nur die falschen Antworten ansehen. Und das machen wir jetzt. Und dann sehen wir eben, markieren Sie alle Nadelgehölze. Da haben wir Abies alba markiert und Arza campestre. Arza campestre ist jetzt rot, das war falsch. Und hier unten ist nochmal die Übersicht, was wären richtige, was wären falsche Antworten. Das heißt, da kann man nochmal genau sehen, wie hätte es sein müssen. Und auch die Erklärung, die wir eingegeben haben, nur Taxus baccata und Abies alba haben Nadeln und sind daher Nadelgehölze. Das heißt, die Erklärung wird dann auch eingeblendet. Und das gleiche ist mit der Gebäudebegrünung der Fall. Da haben wir uns ja auch falsch entschieden. Da haben wir gesagt, dass das nicht stimmt. Ist aber so. Und dann kommt eben wieder die Erklärung, es wäre richtig gewesen, da Gebäudebegrünung durch Transpiration und Verschattung den Wärmeinseleffekt abmildert. Dann gehen wir zurück zu den Ergebnissen. Und jetzt können wir sagen, wir wiederholen das Quiz, um das Ganze nochmal zu probieren und zu festigen. Aber das wäre jetzt einfach nur dasselbe und deswegen zeige ich jetzt noch, wie man das Quiz dann ja, verschicken kann, teilen kann. Und dazu klickt man hier unten links auf dieses klassische Teilen-Symbol und dann bekommt man drei unterschiedliche Links angezeigt. Der URL-Link ist für uns der relevante, den können wir verschicken. Also den kopieren wir jetzt mal und beispielhaft packe ich das jetzt mal in eine Word hinein, genauso kann das auch in der Schulcloud eingefügt werden und mit Steuerung und einem Klick darauf wird das Quiz geöffnet und so ist es dann auch, wenn es die Schüler bekommen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man diesen Link nutzt, um es einzubinden. Damit kann man das auf einer Homepage einbinden oder auch auf anderen Seiten. Die Schulcloud blockiert das im Moment noch, das heißt, da geht es jetzt nicht, aber dieser Link ist dazu da, dass es dann direkt da, wo der Link eingefügt wird, angezeigt wird. Und da hat man den Vorteil, dass man eben nicht hier die ganze Werbung drumherum hat und dieses Chaotische, sondern dass nur das Quiz angezeigt wird. Wenn man das nicht machen kann, sondern den normalen Link verschickt, würde ich empfehlen, dazu zu schreiben, dass die Schüler das Ganze im Vollbildmodus machen, dann ist das nicht der Fall. Dann hat man einfach nur das Quiz und das ist, glaube ich, schon dann eine gute, akzeptable Möglichkeit. Ja, ich hoffe, mit der Erklärung kann man jetzt auch gut eigenständig ein Quiz erstellen und wünsche viel Spaß dabei. Und ja, für Fragen stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Von daher bis bald.